Nerdgeständnisse eines Retro-Pandas. Ich mag kein Star Wars oder Star Trek. Das sind nicht meine Universen. Ich habe noch nie den Zugang zu diesen gefunden. Ich mag keine neuen langen Spiele. Die sind mir einfach zu lang und ich habe gar nicht die Zeit dafür. Ich habe keine Xbox und keine PlayStation und auch noch nie gehabt. Bis auf die 360 mit Kinect, weil ich das interessant fand. Aber auch da verlor ich schnell das Interesse. Konsolen sind für mich echt Retro. Ich nehme dieses Video eigentlich nur auf, um ein neues Objektiv zu testen. Ich bin auch kein Marvel- oder Superhelden-Fan. Außer Batman. Batman ist cool. Ich fühle mich manchmal echt alt in Multiplayer-Spielen. Ich habe oft irgendwie keine Lust, neue Spiele zu kaufen. Aber trotzdem wächst mein Pile of Shame ständig. Manchmal bestelle ich mir sogar Spiele vor, obwohl man das eigentlich gar nicht machen sollte. Aber diese Belohnungen sind manchmal einfach zu verlockend. Ich habe auch irgendwie oft gar keine Lust zu spielen. Ich habe hunderte Spiele in meiner Sammlung, aber irgendwie spiele ich dann trotzdem immer dieselben 2-3 Spiele. Ich habe mit YouTube hauptsächlich angefangen, damit ich diese Spiele aus der Sammlung endlich mal wirklich spiele und nicht nur kaufe. Das war wirklich die Hauptmotivation. Seitdem ich damals WoW gesuchtet habe, kann ich bis auf einige Ausnahmen keine langen Singleplayer-Spiele mehr spielen. Da fehlt mir einfach irgendwie die Bestätigung von anderen. Oft freue ich mich über ein neues Spiel schon lange und dann kommt es raus, ich spiele es dann aber trotzdem nur 1-2 Stunden und dann landen sie weiter auf dem Pile of Shame. Ich habe mir damals als Kind Gameboy-Spiele ausgeliehen und irgendwie nicht zurückgegeben. Sorry Ingo, sorry Björn. Ich habe noch nie mit dem Gameboy Link-Kabel gespielt. Auch damals als Kind nicht. Irgendwie kam das nie zustande, obwohl ständig über einer Werbung stand. Alte oder neue Rollenspiele sind mir einfach viel zu lang. Deswegen scheue ich mich davor, auch die ganzen alten Super Nintendo Klassiker anzuspielen, obwohl die natürlich super sind. Ich spiele auch oft schon mal Spiele einfach auf einfach oder mittel, damit ich leichter durchkomme und beschwere mich dann, dass es langweilig ist. Ich bin da echt nicht frustresistent. Ich merke, wie meine Reaktionen in Multiplayer-Spielen echt schlechter geworden sind. Und ich bin froh, dass ich teilweise ungefähr Mittelmaß bin. Spiele zu kaufen oder zu jagen, das macht mir keinen Spaß. Irgendwie, wenn ich ein Spiel haben will, dann will ich es sofort haben. Und da zahle ich dir lieber etwas mehr, obwohl ich es eigentlich günstiger bekommen könnte.